Hallo zusammen! Dieses Video ist ein Zusammenschluss von YouTubern, die auf dem Discord-Server, die Sims Suchtis, einen Adventskalender erstellt haben. So, diesen Discord-Server verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Auf dem Discord-Server geht es auf jeden Fall sehr lieb und sehr hilfsbereit zu. Auch großes Lob an die Lavinia und Tina Simlish. Die haben mir bei vielen sehr weitergeholfen und auch ein paar Sachen beigebracht, neue. Tinas Kanal verlinke ich euch auch unten und auf meiner Kanalseite seht ihr sie auch rechts. So, eine kurze Beschreibung zu dem Adventskalender. Jeder hat einen Tag bekommen, da ist komplett frei, jedem überlassen, ob er eine Person erstellt oder eine Familie erstellt, ein Bauwerk erstellt, das habe ich jetzt auch gemacht, und oder wie am ersten Tag von der Tina ein Spiel erstellt. Ja, jeder hat auf jeden Fall ein Türchen bekommen. Und ich habe jetzt Tag 6 bekommen, den Nikolaus. Ich hoffe, er war heute bei euch schon gewesen oder kommt heute Abend. Bei manchen kommt er am 5. Und bringt natürlich euch auch irgendwie was Gutes. Und ihr wart nicht böse, aber natürlich wart ihr nicht böse. So, kleine Fakten nur zu dem Bauwerk hier. Ich habe circa dreimal gestartet, also mich dran gesetzt. Und das war ungefähr Bauzeit von circa 5. Machen wir mal 6 Stunden draus. So, ja, mein Bauwerk wird wahrscheinlich jetzt wegen dieses Jahr, Corona ist ja überall abgesagt worden, ein Weihnachtsmarkt, den zeige ich euch jetzt mal hier, einmal im Kompletten. So sieht er aus, schön mit Schnee, was ja in Deutschland dann nicht so typisch ist für Weihnachtsmärkte. Könnt ihr mir aber gerne mal schreiben in die Kommentare. Würde mich nämlich mal interessieren, wo denn der Weihnachtsmarkt stattfindet. Also bei uns ist er auf jeden Fall abgesagt. Und wir hatten, glaube ich, die letzten 5-6 Jahren keinen Schnee gehabt am Weihnachten. Also ist es wieder was Besonderes. Ja, jetzt hätte ich gesagt, gehe ich mal so Verstand mal kurz durch. Hier natürlich so der Eingang, das steht bei uns hier auch so, die zwei Nussknacker, so als Eingang. Hier ist so eine kleine Mühle, nennt man das Mühle? Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben wir sowas auch bei uns eigentlich stehen auf dem Weihnachtsmarkt. Da sind so Engel dabei, ein Baum und unten ist dann so ein Stand, da kann man dann so Backwaren kaufen und so. Also sieht echt mega aus, ist auch riesengroß. So, dann habe ich mir gedacht, was ja nicht fehlen darf, sind so ganz viele kleine Lichter. Ist ja jetzt jedes Haus hier so damit geschmückt. Hier kann man ja gleich wieder was essen. Übrigens, das hier ist die Familie von meiner Kleinen. Die haben jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber ich habe mir gedacht, ich lasse die jetzt auf diesen Weihnachtsmarkt hier gehen und lasse sie besuchen. So, hier ist der erste Stand. Kann man auf jeden Fall irgendwas essen. Das darf ja nicht fehlen. So, dann hier kann man ein paar so kleine Sachen kaufen. Vasen und sowas hier. Alles sehr weihnachtlich. Und hier diese Schneeflocken dürfen natürlich nicht fehlen. Hier natürlich auch wieder was zum Essen. Mit so einer kleinen Essecke hier gemacht und kleine süße Schneemänner, einen großen Weihnachtsbaum hier mit Geschenken. Das Witzige ist, wenn man das, also als ich noch gebaut habe, gab es natürlich da jetzt keinen Schnee. Dann habe ich, was war das jetzt nochmal? Man wird einfach zu alt. Ich glaube, grauer Stein oder so. Komplett auf dem Boden. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Schnee gehabt, weil Schnee habe ich jetzt nicht gefunden. Auf jeden Fall alles schön gemacht und hier so ein bisschen zerlaufen, dunklerer Schnee.
Ja, ist jetzt natürlich alles weg. Hier ist auch komplett eigentlich mit dem Holz gewesen und hier so ein bisschen, dass es schattische Effekte gibt. Aber naja, gut, es hat jetzt einfach mal geschneit und man sieht es jetzt einfach nicht mehr. So, hier ist außerdem eine Kleine, die jetzt gerade hier spielt. So, ja, hier geht's weiter. Der große Weihnachtsbaum. Dann haben wir hier eine Bühne. Da wird bei uns Weihnachtsmarkt, kommt da meistens ein Kindergarten am Anfang und wird dann gesungen und dann irgendwann zwischendrin mal ein Chor und singt dann auch hier mit. So, dann haben wir hier die Toiletten. Was natürlich nicht fehlen darf, die Toilettenfrau mit dem kleinen Schälchen, wo man dann das Geld reintun kann. Und der Putzeimer steht auch bereit und hier ist natürlich auch ein Besen. So, das sind Dixi-Klos oder sollen zumindest sein für Männlein und Weiblein. Natürlich auch die Kinder dürfen drauf. Offenes Waschbecken. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ja, hier kann man eigentlich so typisch für Weihnachtsmarkt auch so ein bisschen Ramsch kaufen. Tiersachen. Dann habe ich diese kleinen Wägen hier noch gefunden. Okay. Der müsste anscheinend nicht gefilmt werden. Oh Mann. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, Tiersachen. Dann habe ich hier noch so kleine Sachen hier gefunden. Habe ich jetzt ein paar noch dazugestellt. So habe ich die Häuschen hier alle so gebaut. So, bitte jetzt nicht lachen. Das soll hier mein Schiff sein. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, man erkennt, dass es ein Schiff sein soll. In diesem Schiff natürlich kann man auch rein. Zack. Okay, das hier mal nicht beachten. Ist eine kleine Bar. Kann man rein, kann man sich aufwärmen, was essen, was trinken und für die Kinder was zum Spielen. Ja, schön hier geschmückt. So, zeigen wir nochmal hier. Okay. Und falls Hochwasser natürlich kommt, dass es nicht gleich geflutet wird. So, dann machen wir. Zack, wieder nach oben. Dann haben wir hier noch kleine Geschäfte. Zwei Stück. Und hier noch, wo man ein bisschen Lampen kaufen kann. Boah, ich dachte gerade, so hat es gerade ausgesehen, als ob das von der Kerze so ein bisschen Dampf wäre. Gerade ein bisschen schockiert, so, hä? Gar nicht aufgefallen. Okay, so, und jetzt haben wir hier noch die andere Seite. Haben wir eine kleine Sitzgelegenheit, wie eine Krippe aufgebaut. Da haben sie jetzt angefangen, einen Schneemann zu bauen, die Familie, weil als ich die besucht habe, den Weihnachtsmarkt, war das komplett hell gewesen. Hab ein bisschen gespult, damit es dunkel ist, damit hier die ganzen Lichter auch an sind. So, und überall hier diese kleinen Weihnachtsmärkte. Oh, jetzt haben wir gerade hier. Zack. So, okay. So, natürlich, was mega ist, ein Kerzenstand. Die haben immer so tolle Sachen bei Kerzen. Könnte man sich manchmal kaputt kaufen. So, natürlich auch den Cheat benutzt, dass man da auch ein bisschen ineinander stellen kann. Dann haben wir hier noch ein kleines, was ist das überhaupt? Ich glaube, Teestand oder so war das, glaube ich, gewesen. So, dann kann man hier. Ah, Kameraführung, sorry. So, ein bisschen spielen. Das hier soll so offener Stand sein, mit, da kann man Suppe kaufen und halt auch etwas zum Essen. Ich meine, jeder zweite Stand eigentlich ist irgendwas zum Essen. So, und hier kann man noch ein paar Zwerge kaufen. Ist eigentlich schade, dass ich dachte, die leuchten irgendwie ein bisschen mehr, aber anscheinend nicht so schön. So, dann sind wir hier wieder am Anfang. Ja. Genau, jetzt haben wir alles mal durchgemacht. Ich lade den in der Galerie hoch. Den könnt ihr dann finden, entweder über den YouTube-Namen von mir, Scanny, Adventskalender, Sims Suchtis verlinke ich euch. Und der Name
Da ich das jetzt mit meiner Schwester noch teile, also was heißt noch, wird auch so sein, Lisa Schuster, deswegen nicht wundern. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und über ein Like und auch ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Nächste Zeit ist es durch die Arbeit leider nicht so möglich, regelmäßig Videos hochzuladen. Dank Corona sind halt doch sehr viele Leute immer wieder mal, also auch gut so vorsichtig und krank. Und deshalb muss man da öfters mal ein bisschen einspringen. So, lassen wir es noch ein bisschen schneien, dass es ein bisschen weihnachtlicher ist. So. Okay, ich hoffe, euch das Video hat gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal bei mir auch wieder einschaltet. Vielleicht ist auch dann wieder meine Kleine mit dabei. Müssen wir mal schauen, wie das ist. Sie hat ja wieder dann bald Ferien. Die wurden ja jetzt vorverlegt. Und dann werden wir wieder Videos zusammen machen. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.